Einen wunderschönen guten Morgen und auch herzlich willkommen. Wir haben schon Donnerstag diese Woche. Montag bzw. Sonntag auf Montag war ich in Berlin. Hatte meine Kamera vergessen. Schande. Stehe ich hier schon die ganze Woche in meiner Halle, weil das Ergebnis von Berlin war. Oder ist immer noch. Ich mach mal Licht an, dass man hinten aus ein bisschen besser sieht. Ja, ist gut. Das hier. Ein Schlauch von der Lenkung. Da sind jetzt schon wieder neue drin. Ist genau hier vorne geplatzt. Genau hier. Und der geht rein ins Bett. So, wir haben den dann notdürftig geflickt. Damit. Das ist so eine Niederdruckkupplung eigentlich. Geht bis 60 Bar. Mehr Druck auf der Lenkung. Ich bin heilfroh, dass wir nach Hause gekommen sind. Ja, und das ist halt jetzt das Ergebnis davon. Wie gesagt, heute ist schon Donnerstag. Auf dieser Schiene liegen dann die ganzen Leitungen, gehen hier ins Tiefbett rein. Ja, kann man wahrscheinlich nicht wirklich gut erkennen. Der Papa hat doch noch ein Handy. Wenn der Akku noch ein bisschen voll ist. Oh, nee, ich glaube, der Akku ist nicht mehr. Doch, geht noch. Ja. Und dann gehen wir hinten an dem Deckel. Sorry, sieht jetzt alles ein bisschen wild aus. Da ist ein Deckel. Und da kommen dann irgendwann die Leitungen wieder raus hier. Also die kommen hier nicht raus, sondern gehen bis hierher und gehen dann irgendwo da hinten durch. Und werden dann außen wieder angeschlossen. Wie gesagt, heute ist Donnerstag. Das wird heute noch den ganzen Tag gehen und morgen früh wahrscheinlich. Und Freitagmittag werde ich hoffentlich irgendwann wieder rollen. Wenn das alles zusammengesteckt ist wieder, müssen alle Leitungen entlüftet werden. Es ist auf jeden Fall noch eine Heidenarbeit. Aber ich stehe halt. Bin nicht am Fahren. Ja. Mal gucken. Wird irgendwann weitergehen. Ich fahre gerade in meine Zielstraße. Krummibad, dann sollte eigentlich diese Baustelle zumindest was die Erdarbeiten angeht für uns weitestgehend beendet sein. Vielleicht kommen wir wieder zu irgendwelchen Verfüllarbeiten. Keine Ahnung. Richtig. So, sieht aus, als wäre das Tor geöffnet. Dann ist voll auf den Körper.
Sorry fürs Warnblinken. So. Ich weiß gar nicht, ob ich da oben noch drehen kann. Stahlplatten legen. Ich hoffe, das haut hin, dass die fertig sind damit.
gleich da. Tags gleich, ich werde die Kamera wieder im Fahrzeug lassen. Oh, Kiefer. Wollen doch mit da drin laden, oder? Dass ich noch mal eine extra Runde drehe. Wie das letzte Mal auch. Ich sehe es kommen, dass ich eine extra Runde drehe. Ja. Ja, bevor du die Baustelle rinfährst, sollst du echt auch rüber. Ich bin gerade am Rinfahr. Er ist gerade am Rinfahr. Am Link. Du sollst hinfahren, die andere sollen dann halt warten. Alles klar. Gut. Manchmal ist ja auch. Aber du kannst ja eine Mühle, du. Fast schon zu groß. Sorry.
Nee, wir lassen fahren. Sehr gut. Das Tor öffnen.
ein Stück zurückfahren und dann. Da, so wie es aussieht, reinfahren. Aber erstmal drüber laufen, gucken, ob das mich trägt oder nicht. Also mich schon, aber LKW. So, hier werde ich später Weg wieder rausfahren. Mal da hinten mit dem Bagger, da muss ich über die hohen Bordsteine. Habe ich jetzt eben auch gerade gemacht. Schande über mein Haupt. Bald bin ich ja leer. Wegmachen. Das sieht alles sehr fest, sehr gut aus.
geladen. Fahren wir raus, machen wir wieder den ganzen Zaun zu und dann Sembach abladen. Weekend. Eben vergessen eine Kette auszuhängen. Jetzt habe ich mir eine Kette zerrissen. Ich bin mit dem Bagger bin ich runtergefahren und habe Widerstand gemerkt. In dem Moment knallt es. Eine Spannkette kaputt. Dann habe ich zusammengehängt. Fällt euch irgendwas auf? Was war das? Fällt euch irgendwas auf? Linke Seite am Tieflader ist komplett dunkel. Voll die Seuche. Jetzt komme ich morgen hoch. Ich habe gerade bei unserem Elektriker angerufen. Der ist morgen da. Dann komme ich um 7 Uhr hoch. Und dann gucken wir, warum, wieso, weshalb. Wirklich, sorry für den Ausdruck, im Moment habe ich nur Scheiße an meinen Händen. Vielleicht sollte ich mal Lotto spielen, vielleicht habe ich ja dabei mehr Glück oder so. Im Moment macht es keinen Spaß, wirklich. Weil jeden Tag ist irgendwas anderes. Ob wir das reparieren können oder nicht. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich nur wieder irgendein Kabel durchgefault, irgendein Stecker durchgefault und dadurch gibt es einen Kurzschluss. Und dann ja, es geht alles, es geht, Bremse geht, Blinker geht, es ist einfach nur das normale Fahrlicht. Du hast Fernlicht an, Kollege, super, dankeschön. Sorry, der Mann, der war gerade hinter mir. Wie gesagt, Bremslicht geht, Blinker geht, alles geht, nur halt eben das Fahrlicht nicht. Mach jetzt Schluss für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet etwas mehr Spaß als ich. Ich verbessert mich einfach. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein.